Willkommen zurück zu Eternal Darkness. Mit unserem persischen Kollegen Karim sind wir jetzt hier, am selben Ort, wo wir mit Pius schon im ersten Kapitel waren. Der Unterschied, es sind ein paar Jahrhunderte vergangen. Was sich da so alles verändert hat, werden wir gleich noch sehen. Am Ende des letzten Parts haben wir eine Rune bekommen, und zwar eine besonders wichtige, und zwar die grüne Rune von Xelotaph hier. Damit können wir jetzt zum Beispiel mit unserem neuen Spruch Erholung hier entweder blau die Magie oder grün den Verstand auffüllen wieder. Aber um was es geht, das mache ich jetzt schon mal vorausdenkend, weil wir haben ja eine Tür gesehen, wo wir ein grünes Schwert einführen sollten, so ungefähr. Also magisches Item. Wir nehmen die neue Xelotaph-Rune und verzaubern den Ramdao. Also der Säbel, das Schwert, den Dolch, wie auch immer, ist jetzt verzaubert. Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt im Kampf helfen würde, weil es ist eigentlich nur so ein Zauber. Aber auf jeden Fall wird man das gleich brauchen. Jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Hier ist ja Pius damals lang gegangen und konnte sich entscheiden. Und der Weg ist jetzt versperrt, merkwürdigerweise. Die altersschwache Decke ist eingebrochen, sodass nun ein unpassierbarer Haufen Schotter die Tür blockiert. Gut, das klingt nach einer Erklärung. Versuchen wir uns irgendwie anders durchzuschlagen. Da hinten haben wir was bekommen. Wir gehen nochmal ein Stück zurück. Hier war das nämlich. Untersuchen. An der Stelle des Schlosses befindet sich eine metallene Platte, ein farbiges Siegel. Wurde in das Metall über dem Schlitz eingelassen. Der Schlitz ist groß genug, um ein großes Schwert einzuführen. Und genau das, was ich gemacht habe, muss man hier tun. Das Ramdao mit Grün verzaubern und dann benutzen. Einführen. Und schon dürfen wir durch. Und verlieren den Verstand. Ist ja überragend, was ist hier schon wieder Schönes. Schreiß euch erstmal die rüber ab. Also kein Verstand haben ist immer cool, aber ich mache da doch zwei Finalschläge, damit wir ja beim nächsten Monster nicht gleich total blemblem werden. Und Energie abgezogen bekommen stattdessen, ja. Oh, ihr habt's gehört, die Stimmen. Kari. Was haben wir denn hier oben? Hier ist eine Leiter. Das sind nur unsere... viel zu viele Monster. Ich gucke jetzt mal, was unten ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Die Decke ist auf der Länge des Flures in sich zusammengebrochen. Trümmer liegen auf dem Boden verteilt. Soll Karim über den Schutt klettern? Ah, ich weiß jetzt nicht. Na gut, wir gucken uns oben erstmal um. Ich denke mal, oben geht es nicht weiter. Es sind halt so viele von den Viechern, die uns gerade erwischen. Ja, ganz knapp nicht. Sehr gut. Und die lassen ja auch ihr Leben. Wenn sie es erstmal einmal benutzt haben. Und da gehen sie gerade alle down. Obwohl es nicht... Oh mein Gott, von Nachteil gewesen wäre. Hoffentlich ist noch eine übrig. Ich tu wie wild den Control-Stick. Mann, ist der Hammer. Böses Vieh. Na gut, vielleicht ist noch eine übrig. Fände ich überragend jetzt. Jetzt sind bestimmt alle schon verbraten. Ist okay. Oh, cool. Geschnitzt aus rotem Holz. Wie viele Buchen mussten dafür? Ein rubinenes Bildnis steht auf dem Sockel der Mitte des Raumes. Ja, egal was ist, nehme ich. Geschenkte Gaul und so, ihr wisst schon. Ja, da hätte ich vielleicht die Energie auffüllen können. Wenn ich mich von so einem Vieh, von so einem Trapper in die andere Welt hätte gebracht. Aber na, so schlau war ich natürlich nicht. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich gerne machen würde? Oh. Momentan ist das sicher nicht sicher. Cool. Wir hören wieder die heulende Mutter. Komm. Oh! Bist du des Wahnsinns? Die hausch auf die Rübe. Oh ja. Ich mach dich kalt. Oh, das hat wahrscheinlich was gebracht, weil der Säbel grün ist. Weil das Grüne besiegt ja das Blaue und das war jetzt sehr effektiv. Möglicherweise ist also die Magie wirklich förderlich. Im Kampf. Können wir uns merken und in Zukunft auch mal ein paar Mal benutzen. Oha. Mhm. Da geht's nicht weiter. Eine blasphemische Skulptur aus menschlicher Haut und menschlichen Knochen. Innerhalb des Altars sind Knochen zu einem Lesepult angeordnet, das auf seine Bestimmung wartet. Naja, da passt ja wohl nur eins rein.
Storm of Eternal Darkness. Das leuchtet übrigens lila, ne? Kann ich wieder mitnehmen? Ja, überragend. Er wollte nur abchecken, ob ich würdig bin und so. Fahrausweise, bitte. So laut. Okay, es sind nur kleine Gegner, muss man sagen. Aber die kleinen Gegner, die mache ich am liebsten. Wir haben auch die Chakrams. Darf ich auch nicht vergessen. Doppeltal war. Den haben wir auch noch. Auch noch. Damit lässt sich gut gegen die Kleinen kämpfen. Das ist nämlich ein bisschen schneller und so. Und es reicht vollkommen aus. Das sind immer sau viele. Darf ich das mal anmerken? Ja, immer feste Truff. Alle in einen Sack. Du wirst schon die richtigen treffen. Bam, 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 bam. Sehr schön. Noch ein bisschen. Ah, da kommt einer und zieht mir ab. Während ich gerade am Auffüllen bin noch. Was bist denn du? Misch dich doch nicht so ein hier. So. Ich mache hier gerade Zombie-Geschnetzeltes. Weiß jemand eine gute Soße dazu? Wie man das am besten würzt? Zombie-Gulasch? Soll sehr gefragt sein. Eine Spezialität aus Raccoon City hat es bis nach Persien geschafft. So, jetzt murkst du ihm ab. Ich glaube, es kommt gleich noch so ein Digger. Ein ganz Digger. Oh, ich sehe gerade, wo wir überhaupt sind. Na, kennt ihr den Ort noch? Hier mussten wir uns entscheiden. Für einen der Götter. Also rot, blau und grün. Nicht nur Pokémon-Editionen werden hier... Ja, muss man sich hier entscheiden, sondern... Auch die Götter bei Eternal Darkness. Wer hätte es gedacht? Ja, da kommen so viele Viecher. So schnell kann ich meinen Verstand gar nicht auffüllen. Das ist gar nicht so einfach. Selbst wenn man es wollte. Das ist ja der Witz dran. Ach nee, der ist schon wieder... Ja, weil ich keinen Verstand mehr habe, bin ich eigentlich so gut wie erledigt. Ich wette, das Sichern ist auch jetzt nicht sicher. Geil. Naja. Was soll ich anderes machen als alle auf einmal? Halt mich nicht fest. Ja. Das war so unglaublich schlau. Jetzt kriegen wir den fetten Boss da hinten, ne? Chakrams. Chakrams. Werde ich jetzt versuchen aus der Ferne. Bitte lass es halbwegs funktionieren. Nee, das hat nicht so gut funktioniert. Oh Mann, das ist gar nicht mehr so einfach hier, muss ich mal gestehen. Komme ich jetzt noch den obligatorischen Text? Schön, schön, schön. Gut, ich spiele nochmal kurz an die Stelle, wo wir eben waren und dann sehen wir uns jetzt schon wieder. So, Freunde, wieder am Start. Ich hätte vorher speichern sollen. Ist mir natürlich nicht gelungen, nicht geglückt. Ich würde vorschlagen, wir bleiben erstmal bei dem großen Säbel hier, trotz allem. Weil den kann man relativ schnell auf die Rübe geben. Was ich jetzt anders gemacht habe, ist halt folgendes, dass ich in eine Trapper-Dimension gegangen bin. Meine Energie voll aufgefüllt habe. Nur bei dem ganzen anderen Rest sieht es halt noch ein bisschen düster aus. Ist auch egal. Wir versuchen, den Verstand bestmöglich zu erhalten. Hier mit Siegen gegen die Kollegen hier. Ah, hat er mich... Ich hasse das voll. Jetzt konnte ich mich mal schnell lösen, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wovon das abhängt. Geh doch weg. Bam. Ah, das hat so einen schönen weiten Radius. Das ist herrlich. Da hinten kommen schon mehr angetanzt. Ah, das sind voll die Disco-Gänger hier. Okay. Und auch du bist Geschichte, mein Freund. Was ein Gemetzel, ey. Mal ganz im Ernst. Das bringt alles nichts. Ich kann gar nicht so schnell Finalschläge machen wie der neue Nachrücken. Das ist ja wirklich... Oh, fuck it, ey. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Wir müssen Finalschläge machen, weil sonst tun wir statt dem Verstand die Energie verlieren. Das ist halt der Blödsinn hier. Ja.
wenn wir uns beim Finalschlag erwischen lassen, ja, dann verlieren wir direkt Energie. Wer hat's gedacht? Jetzt kommt der ganz Große. Der bekommt jetzt trotzdem ein paar Chakrams. Das ist halt, ne? Du musst halt nicht von seinem Zeug erwischen lassen. Ach, es geht überhaupt nicht, weil er noch da drüben ist, auf der anderen Seite. Am anderen Ufer ist er noch. Der kann natürlich Ferntechniken, das war mir fast schon klar. Okay, komm, vergiss es. Ramdao. Ist gar nicht mehr verzaubert, warum nicht? Ja, nur noch wenig Energie. Aber da geht er down, da geht er down. Ja, Leute, ist gar nicht mal so einfach, schon in dieser Stelle des Spiels. Der Karim, der Karim, ja, ja. Bekommen wir ein zweites Artefakt? Das wäre kaum zu glauben. Ist das der Schatz, den wir unserer, ja, Geliebten bringen sollen? Wir werden sehen. Leute, seid gespannt. Die hellblaue Statuette in Form einer Haube schwebt anmutig über dem Sockel. Soll Karim das Artefakt an sich nehmen? Natürlich. Karim, we will be together forever. Chandra? What happened to you? Things change, my dear Karim. But even though my body is ravaged, I await you. Who did this to you? You were gone so long. I gave myself to a nobleman with a jealous mistress. She had me dragged from my bed, and in cruel revenge, flensed with knives. As the last blades were drawn across my body, and my blood cooled upon the floor, she cursed that I would only be with another in death. So much for thinking only of me. I should never have left. I have seen my folly and have already paid dearly. I see so much more now. In death, I know the true value of the artifact which I asked you to find. And it is not for us to possess. If we are to be together again, you must make a sacrifice. Only when that is complete will we be together. Sacrifice? Why should I do anything for you? Genau! You lied to me. Betrayed me. And you really don't look so good anymore. You gegeben! Despite who you are now, you will also become something more. Just as I am. But the sacrifice must be made. We must remain here and guard the artifact. Dark things will come to claim it, and you must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. The things I do for love. Na, der Karim, ey, also so verliebt kann man doch gar nicht sein. Da kann man nur den Kopf schütteln, aber gut, wenn er meint. So, ich dachte, da kommt jetzt was Atemberaubendes, aber irgendwie nicht. Einfach nur mal Planeten gesehen. Ja, Alex, Fortsetzung folgt. Der Krieg gegen die Finsternis tobt weiter in Eternal Darkness, Energy's Redemption. Finde ich so geil, ne? Da wird einem vorgegaukelt, also das war... Das wird so getan, als wäre das Spiel hier vorbei, ne? Demo zu Ende, kauf dir das nächste Spiel, ne? Herrlich. Darauf habe ich gewartet. Das war auch... Ja, danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Spiel vorbei. Ja, souverän. Geil, geil, geil. So, ich schätze mal, wir müssen... Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe das Kapitel doch ganz woanders gelesen. Naja. Kein Geklopfer. Heute klopft keiner an die Mauern. Lex.
Hallo? Hallo? Remember me, Alex. This can't be happening! Oh ja, die Alex dreht langsam durch, eine Halluzination nach der anderen. Jetzt hat sie mit ihrem verstorbenen Großvater telefoniert, falls ihr es mitbekommen habt. Eins habe ich übrigens vergessen, nämlich hier in der Mitte. Eine wunderschöne Stiluhr. Ihre Zeiger scheinen still zu stehen, auch wenn ihr Uhrwerk weiter arbeitet. Sie ist bei 3.33 Uhr stehen geblieben. Das war übrigens auch ein weiterer Tipp, dass man am Anfang die Uhr auf 3.33 Uhr einstellen soll. In der Rückseite der Uhr steckt ein Schlüssel, mit dem die Uhr wohl aufgezogen werden kann. Soll Alex den Schlüssel an sich nehmen? Ja, gib mal her. Alex hebt die Uhr hoch und nimmt den Schlüssel an sich. Irgendwie sieht der Schlüssel merkwürdig aus. So als scheine er nicht für diese Uhr gemacht zu sein. Er ähnelt einem Kommodenschlüssel. Weil das sieht man sofort. Das ist ein Kommodenschlüssel. Das ist für eine Kommode. Klar, das war. Ist aber dann alles wunderschönes. Gladius, kannst du dich doch eigentlich mal damit ausrüsten, oder? So. Rennen wir jetzt hier mit so einem Gladius und Pius rum. Warum nicht, ne? Ich weiß. Hier führt der Weg weiter. Na, kommt es einem bekannt vor? Eine hölzerne Platte ist an der Tür angebracht als Ersatz für einen Schlüssel. Auch ein farbiges Siegel befindet sich über einem Schlitz im Holz. Der Schlitz ist gerade groß genug, dass ein schmales Schwert hineinpassen könnte. Ach komm. Und zwar nur mit dem... war auch grün, ne? Genau. Jetzt könnte ich mal immer... ja. So, Liste der Sprüche... Schnellspruch. Ich habe das magische Item, aber das falsche magische Item, ehrlich gesagt. Ja, das ist blaue magische Item. Wenn ich jetzt... warte mal, neue Schnellspruch. Geht nicht hier. Zuordnen da. Erholung. Zuordnen. Ja, mal wenigstens... ja, die will ich alle nicht zuordnen. Weil weder Mana noch... Dings brauchen wir eigentlich. Wir brauchen später Wichtigeres. Magisches Item grün. Das könnten wir mal hier hinlegen. So. Und machen das doch direkt. Magisches Item. Verzaubern den Gladius. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde die Stimmen geil. Wenn man zaubert dieses... ganz genau das. So, steck mal rein. Die geheime Vorratskammer. Okay, Ratten kamen raus. Besonders viel steckt hier nicht drin. Unter den Vorräten der Speisekammer befindet sich ein Gewürzglas, in dem ein Blatt Papier steckt. Alex hat das Gewürzglas gefunden. Starke Leistung. Wie auch schön der Raum schimmert wegen dem Schwert, das verzaubert ist, und die Glühbirne. Das ist keine Energiesparlampe. Das hat auch Alex gerade gut erkannt. Prüfen wir gleich mal. Ein fest verschlossenes Gewürzglas. Aus dem Glas strömt das schwache, verführerische Aroma arabischer Gewürze. Das ist auch so eine kleine Anekdote an den Karim eben. Im Inneren befindet sich ein Stück Papier. Soll Alex das Glas öffnen? Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Das lauernde Grauen gefunden. The age of darkness has been extinguished. The pillar of flesh has been constructed. The master of chaos, the keeper of the ancients, is long dead. The planets will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians, now prepare the gate! Mhm. Und jetzt wird wieder vom Gewürzglas erzählt, ist klar, ne? Alex hat die Seite mit dem Kapitel an sich genommen und das Gewürzglas beiseite gelegt. Braucht ja kein Mensch. So, das lauernde Grauen ist ein sehr interessantes Kapitel. Wirklich, besser als der Karim, ne?
Weil da geht's um Dr. Maximilian Rivers, wenn ich nicht... hundertprozentig sicher bin ich mir. Das als nächstes ein Vorfahre von der Alex aufkreuzt. Ja, also am Anfang hatten wir es ja mit dem Großvater, ja, da kommt auch noch ein Kapitel. Aber der, 1700 noch was. Und der wird sich in derselben Haus, in derselben Villa befinden, wie wir das hier sehen. Boah, komisches Stöhnen im Hintergrund. Okay, da treibt es wohl irgendeiner mit der Faust. Egal. Jedenfalls, das wird wirklich sehr interessant. Nice. Also ich starte den nächsten Part, damit wieder klopft. Direkt mit der Kapitelseite. Und die wird richtig cool, weil das Haus ist, aber was halt vor 300 Jahren noch ein bisschen anders aussah, muss ich sagen. Und Freunde, deswegen Daumen hoch nicht vergessen. Alex spielt so ein bisschen mit ihrem Schwertchen rum. Sehr schön. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Freunde, nicht verpassen, ehrlich. Bis dann und ciao!